Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Dieses Mal spielen wir die Mission Konfrontation. Nachdem Mokuba entführt wurde, kämpft Kaiba nun tatsächlich fürs Gott. Er hat immer noch das drei weiße Drachen-Team dabei. Und wir haben interessanterweise nicht nur mit Bones sein ganz normales Zombie-Team, sondern auch auf Ishizu jetzt die Seele des Obelisken, da sie ebenfalls ein Meister der ägyptischen Götter ist. Sie hat immer noch ihr Geister-Team. Pegasus und der Herrscher des Labyrinths werden nur für uns rumlaufen dürfen. Dementsprechend haben sie nur einzelne schwache Monster dabei. Punkt, Punkt, Punkt. Da bist du also, Yugi. Auf in die Schlacht. Kaiba, sag mir, warum du Gott hilfst. Worte haben auf dem Schlachtfeld keine Bedeutung. Es tut nichts zur Sache, was ich sage. Unser Schicksal ist es, gegeneinander zu kämpfen, und zwar hier und jetzt. Wenn du wirklich wissen willst, warum, musst du mich zuerst besiegen. Du lässt mir keine andere Wahl. Natürlich nicht. In der Yugi-Kampagne haben wir auch noch gegen Kaiba gekämpft. Siege, die Truppen von Kaiba besetzen Nuatua. Oder das Team von Yugi wurde vernichtet. Niederlagen, das Team von Kaiba wurde vernichtet. Oder Enno fällt in feindliche Hände. Tja, in der Yugi-Kampagne hat diese Mission hier auf dem Nonba-Kampffeld stattgefunden. Also los geht's. Herr des Labyrinths, du machst dich erstmal an die Eroberung dieser kleinen Stadt da vorne. Kaiba folgt gleich hinterher. Die westlichen Städte lassen wir von Pegasus einnehmen. Bones geht nach Süden und Ishizu noch viel weiter nach Süden. Soweit, so gut. Dann werden wir Pegasus erstmal kommandieren, dass er die Städte noch nicht zu früh einnimmt, damit wir nicht von irgendwelchen feindlichen Marschallen angestürmt werden. Und hier werden wir sofort mal eine Bodenabwehrkanone in Auftrag geben. Und nein, Niagulla wurde vom Feind eingenommen. Was sollen wir nur tun? Egal, deswegen haben wir unsere anderen Marschälle hier vorne rumlaufen. Die verteidigen, sobald die Gegner ankommen. Ja, Ishizu, du wirst hier vorne eine Schlacht in dem Fort führen und Bones darf da vorne noch nicht angreifen. So, jetzt lassen wir Ishizu hier vorne auch erstmal noch warten, bis die feindlichen Marschälle ankommen, die auf uns losstürmen wollen werden. Die werden nämlich auch garantiert ihre Bewegungsrichtung ändern, sobald Tetran vom Feind eingenommen wurde, weil sie jetzt die Stadt da vorne nicht mehr einnehmen wollen. Stattdessen machen sie sich auf den Weg, das südlichste neutrale Fort einzunehmen. Und tatsächlich kämpfen wir hier gegen Yugis Truppe. Wir haben also mit Abstand das interessanteste feindliche Kommandantenteam, das es bis jetzt jemals in diesem gesamten Spiel gegeben hat. Kein einziger Klonkrieger, alle mit ihrem persönlichen eigenen Team, alles sogar Story-Charaktere, die man schon kennt. Unglaublich aber wahr, wer würde vermuten, dass dieses Spiel tatsächlich sowas für uns in petto halten würde. Wir haben ja tatsächlich, Jovan wurde vom Feind eingenommen, nicht einmal gegen Kaibas Truppe gekämpft, während wir Yugis Kampagne gespielt haben. Aber jetzt plötzlich ist es doch der Fall geworden. Ja, da sehen wir auch, dass Marschälle tatsächlich durch die andere Stadt durchreisen. So, Phantom Devan, dann positionier dich mal so, dass du hier vorne die Marschälle abfangen kannst. Und Ishizu führt den ersten Kampf gegen Tristan. Clevere Positionierung auf der Karte ist doch das absolute A und O. Dann benutzen wir die üblichen Kräfte der Natur, um uns gegen dieses Team zu wehren, da die dunklen Monster nicht gerade in der Überzahl auf der gegnerischen Seite sind. Das sind leider alles Krieger, sogar der Schwertkämpfer. Obwohl zudem auch eigentlich der Typ Dunkel ganz gut passen würde. Selbst wenn er ein riesiges Schwert mit sich rumschleppt. Ein Präzisionsschnitt sollte nicht zu viel machen. Wir erledigen jetzt erstmal den Richter und dann geht's weiter mit Kanan, der Schwertmeisterin. Bevor wir den Schwertkämpfer dann als letztes erledigen, weil der sowieso die wenigsten Aktionspunkte auf der gegnerischen Seite hat. Dafür allerdings immer noch halbwegs viele HP. Zorn des Orion drauf. Oh nein, ein Pass der Boshaftigkeit. Ja, er war sogar noch total bescheuert und hat seine Spezialfähigkeit benutzt. Mit dem Pass der Boshaftigkeit erhöht er nur seine eigenen ATK, nicht mal die mit seines Teams. Und das kostet dann 2 Aktionspunkte. Super Sache, tolle Fähigkeit. Ja, die würde ich nicht haben wollen. So, und jetzt muss Bones hier schnell reinstürmen, um den zweiten Marschall abzufangen. Da haben wir jetzt Bones gegen Shimon, der interessanterweise das Team aus dem Herbeigerufenen, den dunklen Elfen und dem Magier des Glaubens hat. Scheinbar wusste man nicht so richtig, was man Shimon eigentlich für eine Truppe geben soll. Da hat man sich für diese Monster hier entschieden. Zugegebenermaßen sind es immerhin Monster, die es auch schon in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories gab, wo dieser Charakter ja immerhin herstammt. Magischer Schleimer drauf. Ja, dann sieht es schon wieder
ganz gut für uns aus. Die Gegner können sich nicht sonderlich gegen uns wehren und wir paralysieren sie einfach lustig. Steinaugen und Taumaturgie. Sehr gut, sehr gut. Schädelschnetzler, dann haben wir es gleich auch mit dem dunklen Elfen geschafft. Der Magier des Glaubens ist ja keine zu große Gefahr. Mit seinem Regenbogenstrahl sollte allerdings trotzdem möglichst paralysiert und verwirrt bleiben, damit er nichts Interessantes gegen uns tun kann. Ja, eine Gabe des mystischen Elfen zwischendurch mal einsetzen, weil wir relativ viel Schaden genommen haben. Und das war's für den Magier des Glaubens. So, Truppe besiegt. Level hoch für alle Monster, nicht für Bones selber. Oh. Ja, und dann können wir uns weiter hier vorne positionieren, um auch den nächsten abzufangen, der weiter vorstürmen will. Wen haben wir denn da? Es ist Joey mit dem Pantherkrieger, dem Flammenschwertkämpfer und Giltia, dem Drachenritter. Sollte jetzt auch nicht zu schwierig zu besiegen sein, aber habe ich es schon mal erwähnt, immerhin haben wir endlich mal massenhaft einzigartige Teams. Ach, diese Freude. Es wäre jetzt natürlich noch toller gewesen, hätten sie den gegnerischen Teams ja auch noch ordentliche Items in die Hand gegeben, die sie gegen uns einsetzen könnten. Aber wollen wir mal nicht zu viel des Guten verlangen. Ja, unsere Gegner haben auch hier mal wieder besondere Fähigkeiten. Giltia kann leider das gleiche wie du, namens die dunkle Hexe. Und der Flammenschwertkämpfer kann mit seiner Salamandra-Fähigkeit interessanterweise nicht seinen Angriff stärken, wobei das zu Salamandra eigentlich passen würde. Er kann Schaden an allen unseren Monstern anrichten, die übliche Spezialtechnik. Stell die Gabe des mystischen Elfen hinterher. Wir merken, wir müssen uns zwischendurch sogar relativ oft heilen. Also die Gegner hier sind nicht ganz schwach. Dann haben wir auch schon gewonnen. Level hoch für absolut alle. Dann werden wir hier vorne weiter warten und Ishizo kann sich so langsam aber sicher mal dran machen, die Festung anzugreifen. Der letzte Marschall wird da niemals rauskommen. Einer bleibt immer zur Verteidigung zurück bei unseren Gegnern. Es ist Mako Tsunami, der bei uns nicht sonderlich viel Verwendung gefunden hat, außer mit den Harpien-Schwestern. Ja, mit dem Kairyoshin, dem Seekönigsdrachen und dem ganz normalen Wasserdrachen. Wir werden erstmal wieder einige Kräfte der Natur dafür benötigen, da die Gegner viele, viele HP haben, die ausgelöscht werden wollen. Und auch Spezialangriffe wie die Flutwelle vom Kairyoshin. Gemeine Sache das. Direkt mal vernichten, bevor er das nochmal machen will. Okay, er setzt sowieso nur einen Aqua-Atem ein, der uns verfehlt hat. Haha, das finde ich gut. Da kriegen wir noch einen Aqua-Atem ab, auch nicht so kritisch. Wir machen lieber nochmal den Zorn des Orion auf Kairyoshin, damit der nichts mehr tun kann. Dann benutzen wir eine rote Medizin, damit nichts Schlimmes passieren kann und noch mehr Kräfte der Natur, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Ich habe so das Gefühl, wir haben uns nicht genügend aufgepowert für die anderen Monster. Ja, dann versuchen wir erstmal den Seekönigsdrachen zu erledigen, weil er als einziger überhaupt noch Aktionspunkte hat und uns mit einem weiteren Aqua-Atem nervt. Kühle Winde! Und wir haben es geschafft! Jetzt müssen wir nur noch den Seedrachen mit unseren ganz normalen Angriffen umnieten. Dann war's das für Mako Tsunami. Sieg für uns! Orion Level hoch, Königin Level hoch, Ishizu Level hoch. Niagula wurde befreit. Gute Arbeit, Team. Und Pegasus kann jetzt endlich da oben, sehr schön, unsere Landabwehrkanonen gehen in Aktion, die neutralen Festungen einnehmen. Jetzt ist ja kein Marschall mehr auf dem Feld, der ihn dabei nerven könnte oder danach zum Angriff kommen würde. Dieses Mal kämpft Bones gegen Thea, die tatsächlich ein ziemlich starkes Team hat, wie wir ja schon wissen. Wir haben dieses Team ja selber verwendet, während Yugis Kampagne. Wir müssen also tatsächlich ein bisschen aufpassen hier, besonders mit der tanzenden Elfe, die natürlich die Fähigkeit hat, alle unsere Teammitglieder einfach so blind zu machen. Also machen wir erstmal wieder den magischen Schleimer drauf, haha, damit alle Gegner verwirrt sind und sie ihre Spezialfähigkeiten nach Möglichkeit nicht gegen uns einsetzen können. Der Elbenfall ist ja nicht so kritisch für uns. Also, Taumaturgie drauf. Ach, war leider ein Fehlschlag, super. Spannung von Midgard, ja, nicht schlimm. Steinaugen drauf. Dann gucken wir mal, dass wir Giacutenum Megami erstmal ausgelöscht bekommen. Schädelschnetzler hinterher. Jetzt haben wir sie auch endlich mal kurz paralysiert gehabt. Super, sie hat sich in der ersten Runde gleich wieder befreit. Ach, und Phantom Devan erledigt. Außerdem ein kritischer Treffer gegen Schlangener. Wir haben gerade ein verdammtes Problem in diesem Kampf. Thea vernichtet uns geradezu. Tja, ihr Team ist nun mal verdammt stark. Da sagt man nichts gegen. Leider habe ich erwartet, dass wir mehr als genügend Vorsichtsmaßnahmen getroffen hätten. Mit Verwirrung durch magischer Schleimer und Paralyse durch unsere Monster. Dass ich nicht damit gerechnet habe, dass tatsächlich Phantom Devan hier im Kampf fällt. Naja, was soll man machen? Im schlimmsten Fall müssen wir tatsächlich ihre Aktionspunkte aussitzen. Immerhin hat Giacutenum Megami schon keine mehr. Und die böse Hexe auch nicht mehr. Das heißt, jetzt kann nur noch der tanzende Elf ordentlich
ordentlich Schaden raushauen. Der sollte allerdings kein wirkliches Problem darstellen. Naja, gut, dann müssen wir uns halt darum zuerst kümmern. Steinaugen drauf, boom! Tanzender Elf erledigt und Gyakuteno Megami erledigt. Den Kampf werden wir trotzdem gewinnen. Allerdings tatsächlich mit einem einfach so gestorbenen Monster. Phantom Devon, wir trauern um dich. Tetran wurde allerdings befreit. Na gut, Pfosten wurde befreit, 800 Gold halten. Dann werden wir tatsächlich mal einen Heiler bauen müssen, zum ersten Mal überhaupt, damit wir unser Monster wiederbeleben können. So, hier sehen wir jetzt für 1400 Goldstücke können wir Phantom Devan wiederbeleben. Echt happige Preise, wenn man vergisst, so ein Monster wiedergeboren Item mitzunehmen oder sich einfach nicht leisten will, eins einzustecken. Tja, und hier ist das letzte Team mit Jinzo, dem Roboritter und dem mechanischen Riesensoldaten. Jinzo hat tatsächlich die Fähigkeit, uns per Spezial Angriff alle Monster zu verwirren, was bei den weißen Drachen ziemlich gemein sein kann. Fusion zum ultimativen Drachen. Aber glücklicherweise wurden wir ja von einer Kanone verteidigt, die diesen Kampf sowieso leicht gestaltet. Kriegen wir noch eine Gedankenwelle ab, nicht so schlimm. Gatling Feuer macht auch nichts. Jetzt kommt der letzte ultimative Feuerstoß und dann hat Kaiba seinen Kampf gewonnen. Level hoch. Die blauäugigen weißen Drachen haben endlich Level 30 erreicht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, und dann kann Bones die letzte Stadt hier vorne für uns einnehmen. Aber soll noch nicht ganz drauf gehen. Ishizu wird außerdem gleich für uns die letzte Stadt einnehmen und Pegasus das letzte neutrale Fort übernehmen. Ja, dann geben wir nämlich unserem Team mal eben noch ein bisschen blaue Medizin, bevor es in den letzten Kampf geht. Gitun wurde befreit. Sehr schön. Der letzte Kampf hier wird nämlich auch nicht ganz unriskant für uns werden. Besonders da unser Team nicht gerade die größten HP-Monster mit sich rumschleppt. Aber es sollte trotzdem machbar sein. So, Ishizu sollte noch nicht in den Kampf gehen. Das war knapp. Bones gegen Mai, die natürlich die Harpien-Schwestern dabei hat. Okupete, Airo und Kiraino. Das ist eine extrem gefährliche Kombination. Wir wissen warum. Sie haben den dreieckigen Ekstasefunken, der uns innerhalb von 2 Funken auslöschen kann. Dementsprechend haben wir auch extra magischer Schleimer mal wieder, der unsere Gegner verwirren soll. Und Dianketo-Meisterheiler, der unsere HP wieder komplett auffrischt, wenn wir davon mal getroffen werden. Erstmal ist es allerdings wichtig, dass wir möglichst schnell eine Harpie vernichten, damit die Harpien uns nichts mehr tun können. Außerdem Gabe des mystischen Elfen, die fast genauso wirkt wie die ein Keto. Mehr dunkle Energie. So, und jetzt sollten wir eigentlich möglichst schnell eine vernichten können. Jawohl, puh. Solange eine tot ist, können sie ihren dreieckigen Ekstasefunken nicht verwenden, also wir sind sicher ab diesem Punkt. Aber die Statusveränderungen wirken in diesem Kampf hier sowieso dreimal so gut, wie sie es normalerweise tun würden. Im Gegensatz zum Kampf gegen Thea, wo sie so gut wie gar nicht funktioniert haben. Und Sieg, alle wieder im Level gestiegen. Mai ist besiegt und Jovan wurde befreit. Gute Arbeit, Leute. Jetzt bleibt nur noch der letzte Kampf. Ishizu gegen Yugi. Dafür heilen wir mal ganz schnell unser Team wieder hoch, denn er ist natürlich auch nicht gerade mit schwächlichen Monstern ausgerüstet. Sollte man noch nicht erwarten vom Meister des dunklen Magiers. Natürlich hat er den dunklen Magier und das dunkle Magiermädchen in seinem Team. Und habe ich es nicht schon mal angesprochen, den Buster Klingenkämpfer, weil der eigentlich viel besser zu Yugis Team passt. Ja, wir haben hier natürlich nicht nur die finstere Magieattacke, sondern den Combo-Angriff der dunklen Magier. Den finster brennenden Zauber, den wir nach Möglichkeit nicht unbedingt gegen uns stehen haben wollen. Dementsprechend benutzen wir Obelisk, den Peiniger. Tja, das letzte Mal als Obelisk der Peiniger gegen die Magier-Kombination stand, hat er verloren. Allerdings haben wir ihn ja dieses Mal auf unserer Seite. Und der gegnerische Yugi hier ist nicht so clever, tatsächlich Items einzusetzen, um uns zu paralysieren oder sonstig intelligent gegen uns vorzugehen. Wir haben sowieso das dunkle Magiermädchen gekrittet und sie ist dementsprechend schnell gestorben. Allhand Zermalma und das war's so gut wie. Der Buster Klingenkämpfer hat noch überlebt, aber der letzte Zerstörungsblitz sollte es für uns entscheiden. Hahaha. Level hoch für 2 unserer Monster und Nuatur wurde befreit. 800 Gold erhalten. Yugi, ziehst du dich zurück? Yugi tut es für euch. Was? Ich habe ihm alles erzählt. Er täuscht einen Rückzug vor, damit er sich heimlich nach Sögwarz begeben und euren Bruder retten kann. Nein, wir haben ihn einfach nur vernichtend geschlagen. Das ist keinerlei Vortäuschung, was wir hier gerade haben. Yugi, Pegasus. Psst, leise sprechen. Endlich lernen wir uns kennen, mein Junge. Ja, ich bin hier hingeschlichen, weil ich dir was sagen muss. Ich war übrigens auch mal Anführer des Widerstandes, genau wie du. Und was?
Es geht um Kaibas. Gott hat Kaibas Achillesferse gefunden. Er hat Mokuba entführt. Ja, was für eine Schwerte für eine Achillesferse. So kann er Kaiba erpressen, gegen dich zu kämpfen. Ah, jetzt verstehe ich, warum Kaiba für Scott arbeitet. Selbst wenn Kaiba hier wäre, um gegen dich zu kämpfen, wäre er Scott immer noch ausgeliefert. Scott sieht sich diese Schlacht ganz genau an. So leicht wird er sich nicht zum Narren halten lassen. Was meint ihr? Was soll ich tun? Um Scott zu täuschen, musst du weiterkämpfen. Nach einer Weile jedoch ergibst du dich. Natürlich ist das nur ein Trick. Deine Truppen dürfen sich nicht verausgaben. Ishizu arbeitet jetzt mit uns zusammen. Sie kennt einen Geheimweg, der in die Hauptstadt führt. Ich werde dir sagen, was sie weiß. Und dann wirst du in die Stadt schleichen und Mokuba retten. Guter Plan. Ich weiß, dass ich dich um einen sehr gefährlichen Gefallen bitte. Wenn du ablehnst, ist das nur verständlich. Ich werde es tun, natürlich. Aber bis zum Rückzug gebe ich alles. Kaiba sucht immer noch nach einer Gelegenheit, gegen mich zu kämpfen. Ja, das stimmt wohl. Das sucht er ja immer. Trotzdem werde ich meine Truppen keiner zu großen Gefahr aussetzen. Wenn sie eine Weile gekämpft haben, werde ich den Rückzug anordnen. Na gut, danke, dass du meinen Plan gutheißt, Yugi. Schön, dass er plötzlich du sagt und schön, dass Scott hier offenbar keine Chatlogs lesen kann. Super, das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Mitleid von Yugi. Das ist kein Mitleid. Er hat eine vorübergehende Niederlage akzeptiert, um später wieder gegen euch antreten zu können. Und zwar nicht in einer Schlacht, die von Scott gesteuert wird, sondern in einem echten Duell, bei dem eure Ehre auf dem Spiel steht. Er hat da nicht ganz Unrecht mit. Beim nächsten Mal müsst ihr dafür sorgen, dass dieser Wettkampf Wirklichkeit wird, Kaiba. Punkt, 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 da ist er nicht glücklich mit. Aber wir haben die Mission geschafft und wir haben 937 Goldstücke nur erhalten. Ist ja eine billige Belohnung, nicht mal Objekte dabei. Das Böse zu bannen ist unsere nächste Mission. Wo habe ich den Titel denn schon mal gehört? Yugi versucht Scott zu täuschen, indem er einen Rückzug befiehlt und gleichzeitig die heimliche Invasion der Hauptstadt plant. Ganz auf sich allein gestellt schlüpft Yugi durch die gegnerischen Stellungen und rettet Mokuba. In der Zwischenzeit greift Kaiba Sück Warz an. Guter Plan. Doch obwohl Yugi aus der Stadt entkommen kann, wird er kurz darauf von Scott attackiert. Oh nein, heißt das, wir müssen Yugi jetzt retten? Als könnte der sich mit seiner dunklen Magier-Kombo plus Buster-Klingenkämpfer nicht auch selber helfen. Naja, was soll's. Die nächste Mission haben wir schon mal gespielt, habe ich so das Gefühl. Aber was soll's, wir speichern trotzdem an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Scott angreifen. See ya!